بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Spender, wir befinden uns in einem Keller in Berlins Wedding und wir wollen euch informieren, in Zukunft gibt es Behinderte die Möglichkeit hier auch in Berlin Sachspenden abzugeben. Wir fangen nun die Sachspendensammlung in Berlin an, Alhamdulillah. Bist du mit drauf oder? Nein, nicht sehr. Sieht. Ja. Man sieht. Ich habe auch noch Licht. Wir können da mehrere. Mal schauen. Komm mal hier rein. Richtig so auf die Sachen. Und so. Auf unserer Webseite unter Sachspenden der Rubrik kann man sich auch von den jeweiligen Städten dann die Kontakttelefonnummern raussuchen. Und ihr könnt den Bruder anrufen. Oder auch eine Schwesternummer inshallah in Berlin, um die Sachspenden abzugeben. Und zwar sammeln wir folgende Hilfsgüter, hygienische Artikel, sowas wie Pampers, Binden und so weiter, Zahnpasta, alles was man gebrauchen kann an hygienischen Artikeln, Seife, Shampoo. Dann medizinische Sachen, also Medizin, bitte darauf achten, dass es ungefähr mindestens 6 Monate haltbar ist und keine verschreibungspflichtige Medizin, inshallah, also kein nichts, was unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Und dann sammeln wir natürlich Verbandsstoffe. Ihr müsst bedenken, Verbandsstoffe, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Das ist wie Salz im Krieg. Das wird gebraucht, wie wir Salz hier in Europa brauchen zu kochen. Und wir sammeln natürlich Babynahrung. Ihr wisst, die unterernährten Mütter spenden leider nicht mehr genug Milch für die kleinen Neugeborenen. Und deswegen wird ganz dringend Babymilchpulver in Trockenform bitte gebraucht. Bitte nicht in Gläsern. Wenn ihr Gläser schon habt, bringt ihr auch mit. Das ist natürlich auch super. Doch Trockenmilchpulver ist noch am besten, falls ihr was kauft, weil es einfach am längsten lagerbar ist und weil es leicht ist zu transportieren und dann weniger kostet. Endeffekt. Und ja, Alhamdulillah, also in Berlin ist es jetzt schnell losgegangen. Der halbe Keller ist voll, da draußen steht ein volles Auto. Wir kommen dann demnächst mit einem größeren Lieferwagen vorbei und Stück für Stück arbeiten wir uns ran. Vielleicht kommen wir bald mit einem LKW. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, ihr seht das Auto, mashallah, ist voll bis oben hin. Der Bruder Abdurrahman kann euch was darüber erzählen. Ja, das ist ein ganz neues Modell, es ist 2014 rausgekommen, exklusiv für Ford Galaxy. Mashallah, Allahu Akbar. Das ist die Hessen-Head-Off-Version. Ach, es geht um den Inhalt, nicht um das Äußere. Richtig. Aber sieht das auf das Innere, nicht auf das Äußere. Also, Scherz beiseite, das ist jetzt, die Berliner Hilfsgüter werden nach Düsseldorf transportiert. Die Berliner waren relativ schnell jetzt hier in diesen 2 Tagen, so dass wir jetzt mit Lieferwagen vorbeikommen. Inshallah, bi'inillah. Und der Wagen ist pickepacke voll. Wie ihr seht, mashallah, das ist sehr, sehr viel Medizin. Ich sehe hier Babynahrung. Super viele Sachen und das soll euch motivieren, inshallah viel in Zukunft hier vorbeizubringen. Im Wedding, also jeder Berliner kann das erreichen ohne Probleme, auch Leute aus der Vorstadt, Umland, Potsdam und so weiter etc. Das soll euch motivieren, diese Sachen vorbeizubringen und das soll uns alle erinnern an unsere Vorbilder im Islam. Zum Beispiel kann ich eine Geschichte erzählen, Omar ibn al-Khattab, damals der Khalifa der Muslime, also ein Oberhaupt der Muslime, seine Frau war schwanger und die hatte Lust auf einen Kuchen. Und wer kennt das nicht? Man hat Lust auf was Süßes, vor allen Dingen höchstwahrscheinlich, wenn man eine schwangere Frau ist, also sowieso. Und sie wollte einen Kuchen. Und was hat sie gemacht? Sie hat das zu ihrem Mann gesagt. Und der Mann war, wie gesagt, Staatsoberhaupt. Sie hat das zu ihrem Mann gesagt und ihr Mann hat gesagt, tut mir leid, es ist nicht drin.
in unserer Versorgung, weil er hat ja nur eine minimale prozentuale Anteil, was er für sich nehmen konnte. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Staat, aber auch heute mit Luxusleben. Und was hat seine Frau gemacht? Seine Frau hat das hingenommen, standhaft, und hat jeden Monat von einem prozentualen Anteil so ein Stückchen, einmal Zucker, einmal Mehl, zur Seite gelegt. Irgendwann, nach ein paar Monaten, kam sie dann an mit einem fertigen Kuchen und hat es ihrem Mann gebracht und hat gesagt, ungefähr wortlaut, hier, Habibi, ich habe einen Kuchen für uns gemacht, wir haben uns den zusammengespannt. Und was war Omar al-Khattab so angeboten? Also, seine Position kommt einem heutigen Präsidenten nach und sogar noch mehr, einem Präsidenten von mehreren Ländern. Seine Antwort war, Subhanallah, wir nehmen zu viel Geld. Wow, wie gesagt, das sind unsere Vorbilder, also sollten wir mit uns abrechnen, bevor mit uns abgerechnet wird, was teilen wir, was behalten wir? Ich sage es nochmal, was teilen wir, was behalten wir? Und jetzt sage ich nicht mehr viel, weil das soll im Kopf bleiben. Was teilen wir, was behalten wir für uns? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wie gesagt, wir sind hier in Berlin bei den Brüdern, die hier tatkräftig mitgeholfen haben. Möge Allah sie belohnen. Ich schwenke mal die Kamera zu dem Bruder. Das ist der Bruder. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Möge Allah dich belohnen, Bruder. Und der Bruder da hinten, der versteckt sich. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. MashaAllah. Also an alle Berliner und aus dem Umraum hier, aus den ganzen Vorstädten. Ihr seid ja sehr, sehr viele Menschen. Und damit ihr wisst, ihr könnt also hier auch die Sachspenden abgeben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah euch reichlich belohnen. Möge Allah euch das auf die Waagschale legen und euch zu den Paradiesbewohnern zählen in Al-Firdaus. Allahumma amin, ya Rab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da-d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 a